So, ihr Lieben, jetzt wird bewertet. Ja. Ihr könnt maximal 10 Punkte pro Kategorie geben, ja? Die Testesser walten ihres Amtes. Sie bewerten in den Kategorien Speisenangebot, Geschmack, Preis-Leistung, Ambiente und Service. Bisher können allerdings nur 19 der 20 geladenen Gäste ihr Urteil fällen. Später gekommen, ne? Ja. Nach 2,5 Stunden bekommt der letzte Gast sein Essen. Und schmeckt's? Mit hat sie gegeben. Und wie hat Hennes den Abend wahrgenommen? Für mich war das Schlimmste, dass die Leute so lange darauf gewartet haben und dass die Leute alle gesagt haben, das war Schrott. Mel hat das Testessen sichtlich mitgenommen. Worunter leidet die Köchin am meisten? Was mich fertig macht, dass wirklich alle gesagt haben, dass es nicht gut war. Und nicht weinen. Ich kann dich nicht weinen sehen. Dann werde ich auch sentimental. Aber sonst jetzt erst recht, ne? Melanies Traum war es immer, dass irgendwo über irgendeine Eingangstür Mels Taverne mal steht. Und ich würde alles machen, dass das kein Albtraum wird. Was für ein Chaos. Ihr habt's gesehen. Aber dennoch tun mir Mel und Hennes leid. Es sind zwei wirklich tolle Menschen, süße Tochter und auch wirklich eine herzliche Familie. Und gerade deshalb muss man stark sein und auch mal 5 gerade sein lassen und sagen, ich muss jetzt mal richtig gut sein mit meinem Team, um hier eine lukrative und gute Gastronomie rauszumachen. Grieche, whatever. Hauptsache, sie verdienen Geld. Der nächste Morgen am Niederrhein. Frank Rosin hat einen Schlachtplan geschmiedet. 2. Tag in Moers und ganz ehrlich, ich musste erst mal innehalten. Gestern Abend schön Bierchen getrunken und über die ganze Sache noch mal nachgedacht. Und jetzt bin ich der Ansicht, jetzt müssen wir erst mal Tacheles reden. Und vor allen Dingen, was bedeutet überhaupt griechisches Restaurant? Bevor diese Frage nicht geklärt ist, geht es hier nicht weiter. Hennes. Hallo. Buongiorno. Schönen guten Morgen. Alter Schwede, wo kann man denn so einen Pulli kaufen? Das ist aus meiner Thailand-Zeit noch. Das ist schon uralt. Aber Qualität, ne? Ist schon. Ist deine Frau da? Ja, die wurschtelt hier in der Küche. Ja, dann hol sie mal. Wir haben zu reden. Mel? Ob Mel das katastrophale Testessen schon verkraftet hat? Hi. Hallo, Frank. Na? Na? Wie geht's? Könnte besser gehen. Also mich hat's schon ein bisschen mitgenommen. Ja, ein bisschen viel. Ja, ein bisschen viel. Also ich glaube, ich habe noch dicke Augen vom Heulen. Ich bin ja eigentlich ein sehr emotionaler Mensch und ich kann mit einigen Sachen schon gut umgehen, aber es geht mir manchmal eigentlich dann schon doch ganz nah und dann muss ich das halt rauslassen. So bin ich halt. Du musst nur versuchen, dass du dem Klaren bist, dass du für deine Tränen ja selber verantwortlich bist, weil du etwas tust, was du nicht gelernt hast. Timing, Einkauf, Kochen, das ist alles nicht da. Und das bringt dich in diese Bredouille. Und dazu kommt noch das jetzt hier. Das Urteil der Testesser steht an. Ihr habt von möglichen 50 Punkten 13 Punkte. Ein niederschmetterndes Ergebnis. Das ist Katastrophe. Aber ich habe es mir schon gedacht. Ich habe ja die ganzen vollen Teller gesehen, die zurückgekommen sind. Speisenangebot habt ihr 3 Punkte von 10 bekommen, Geschmack 2 Punkte, Preis-Leistungs-Verhältnis 3 Punkte von 10, Ambiente 2 Punkte und Service 3 Punkte. Auch Hennes Einsatz hat die Testesser nicht überzeugt. Und ausgerechnet Geschmack und Ambiente, die 2 Grundpfeiler jeder Gastronomie, haben mit je 2 Punkten am schlechtesten abgeschnitten. Ihr habt kein Unternehmenskonzept, kein Ablaufkonzept, kein Betriebskonzept, keine kulinarische Idee und eine Speisenkarte, die noch nicht mal zum Lachen ist. Die Testesser sagen Wiener Schnitzel oder Wiener Art. No-Go beim Griechen und Pinot Grigio völlig am Thema vorbei.
Menschen wollen hier reinkommen und wollen sagen, ey, Alter, zeig mir dein Griechenland. Hey, ich habe heute eine Moussaka gemacht. Willst du eine? Komm, 8 €. Zack, Tasse Wein dabei. Und dann sagen die, Alter, was ist das denn? Ja, hat mein Opa früher immer in Klitzi, Klutzi, Klicki gemacht und so. Familienrezept. Und kommt nach Hause und sagt dann, hey, jetzt habe ich Griechenland ein Stück authentisch erlebt. Ich bin ja auch nur eine halbe Griechin. Und ich denke, das, was ich auf die Karte genommen habe, davon bin ich ausgegangen, dass das die Leute möchten. Was ist dein Wunsch? Mein Wunsch? Ja. Was ist dein Wunsch? Mels Taverne. Ja, gut. Dann machen wir das. Ne? Wir versuchen das. Es kann ab jetzt nur noch besser werden. Und Mel, du kannst das hier nicht mehr alleine machen. Das war von uns blauäugig, zu denken, dass man das machen kann. Ich habe das auch, ich habe ganz ehrlich gesagt keine Erfahrung damit. Und ich wusste nicht, dass das, obwohl es hier alles sehr nah beieinander ist, aber dass man so hin und her rennen muss, vom Herd zum Zapfahren und so, das geht nicht. Nein, das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Pass auf, meine Forderungen sind klares Konzept, klare kulinarische Strategie. Du arbeitest nicht mehr alleine. Es gibt einen 100%igen Neuanfang. Es wird ein griechisches Restaurant und mit einer Küche und vor allen Dingen mit einer Dynamik, die für sie machbar ist. Und hier vorne ein Service-Mitarbeiter. Ihr könnt euch das überlegen. Ich gehe jetzt draußen einmal kurz eine Runde machen. Dann komme ich wieder und dann will ich von euch ein Ergebnis haben. Ihr könnt das besprechen. Okay. Ja, was machen wir? Entweder noch einmal Vollgas oder Motor aus. Ja, weiß ich nicht. Sag. Ich bin da, Mel. Ich bin für dich die ganze Zeit da. Ich mache alles. Ich bin da. Diese Entscheidung kann Frank Rosin Ihnen nicht abnehmen. Wie machen wir das? Man kann sich nicht in der Luft zerreißen. Haben Mel und Hennis die Kraft für einen Neuanfang? So, wie habt ihr euch entschieden? Ja, in der kurzen Zeit haben wir uns jetzt gedacht, wir versuchen es nochmal. Machen wir's? Ja, so machen wir's. Gut, dann machen wir's. Okay, Frank. Und ich bin bei euch, mit allen Möglichkeiten, die wir haben. So, dann machen wir als erstes, du holst deine Tochter vom Kindergarten ab. Mhm. Und wir brauchen Helfer. Ja. Weil wir werden hier eine griechische Taverne entstehen lassen. Und mit der Küche, womit sie dann auch kulinarisch realisierbar ist. Tatsächlich? Ja. Tatsächlich? Ja. Auch jetzt weine ich gleich. Jeppadi. Wenn da jetzt was Neues in die Küche kommt, wo man wirklich mit arbeiten kann, dann denke ich mir, ist das schon ein wahnsinniger Schritt. Die Niederrheiner wollen für ihren Traum kämpfen. Also ich will alles daran setzen, dass Mels Taverne irgendwann mal gut läuft und dass wir davon leben können, Johanna, Hennis und ich. Und dass die Gäste im Sommer oder egal, Winter, Sommer gerne zu mir kommen und dieses Griechische fühlen. Dann los, dann hol deine Tochter ab und wir gehen kochen. Dann fangen wir schon mal an mit dem ersten Step.